Dieser Artikel stammt von der Webseite Top Eltern Blogs, die sich immer wieder dem Thema Medienkompetenz bei Kindern widmet. Kaum ein deutscher Haushalt verzichtet auf ein Fernsehgerät. Das Fernsehen selbst ist schon lange zur Freizeitaktivität Nummer 1 avanciert. Selbst wenn sich Eltern vom eigenen Fernseher trennen, werden ihre Kinder damit nicht notgedrungen TV-Abstinenzler. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass Kinder dann eben woanders das holen, was sie zu Hause nicht kriegen. Schadet zu viel Fernsehen wirklich? Trotzdem muss man sich heutzutage rechtfertigen, wenn man seine Kids fernsehen lässt. Deshalb weichen einige Eltern aus und argumentieren wirklich süß: Nein, mein Kind sieht nicht fern. Es guckt nur YouTube-Videos. Dass hier kein Unterschied in der Rezeption vorliegt, bezweifelt nur, wer nicht über die Mechanismen des Selbstbetrugs verfügt. Doch jetzt mal im Ernst, was genau ist so schlimm am Fernsehen bzw. YouTube gucken? Hier können Pädagogen auf unumstößliche Fakten verweisen: Wer viel vor der Glotze hockt, ist körperlich inaktiv und verbraucht entsprechend wenig Energie. Zu dumm, dass gerade Werbung den Appetit anregt und vorm Fernseher folglich mehr gegessen wird, als der Körper tatsächlich braucht. Dabei greifen Kinder kaum zu gesunden Snacks, sondern eher zu Chips und Süßigkeiten. Dies kann Übergewicht verursachen und in dessen Folge Typ 2 Diabetes mellitus. Eine aktuelle Studie hat zusätzlich nachgewiesen, dass das Fernsehen den Blutdruck von Kindern erhöht. Und noch etwas: Da Kinder beim Fernsehen flacher atmen als beispielsweise beim Herumtoben draußen, steigt auch das Risiko, an Asthma zu erkranken. Auch die Augen werden beim Fernsehen stärker belastet als sonstige. Da man zum auf den Bildschirm starren neigt, blinzeln wir seltener. Die Augen werden demzufolge seltener befeuchtet. Wir bekommen trockene Augen. Dieses Argument wird häufig aufgeführt, wenn es um Kinder geht. Tatsächlich besagen einige Studien, dass Kinder, die häufig und lange fernsehen, im Schnitt schlechtere schulische Noten aufweisen als gleichaltrige Weniggucker. Angespielt wird vor allem auf Kinder, die einen eigenen Fernseher im Zimmer haben. Dass zu viel Fernsehen vom Lernen abhält, liegt auf der Hand. Andere Experten sehen die Informationsflut durch das Fernsehen am Nachmittag kritisch. Die zuvor in der Schule gelernten Inhalte könnten nicht oder nur eingeschränkt im kindlichen Hirn weiterverarbeitet werden. Angeblich werden sie von den Inhalten, die das Fernsehen liefert, überlagert und vergessen. Erwiesen ist weiterhin der Zusammenhang zwischen frühkindlichem TV-Konsum und Aufmerksamkeitsstörungen im Grundschulalter. Was offenbar daran liegt, dass die flachere Erfahrungswelt des Fernsehers das kindliche Gehirn weniger und diffuser strukturiert. Was sagt der Medienfuzzi in mir dazu? Interessant finde ich bei all den genannten Studien, dass sie das Fernsehen ausschließlich als Medium betrachten, und zwar unabhängig von den rezipierten Inhalten. Oft argumentieren Eltern ja damit, dass ihre Kinder nur pädagogisch wertvolle Filme, Serien und Sendungen konsumieren. Offenbar spielt dies jedoch überhaupt keine Rolle, das Fernsehen wirkt sich trotzdem negativ auf Kinder aus. Obwohl ich mittlerweile auf dem besten Wege zum Serienjunkie bin, ich liebe es einfach, von einigen Serien wie Game of Thrones und Westworld regelrecht eingesogen zu werden, möchte ich die oben genannten Fakten gar nicht anzweifeln. Zwar denke ich nach Serienende noch lange über die Handlung nach, aber es ist eben doch ein Wahnsinnsunterschied, ob du Dinge selbst erlebst oder nur dabei zuschaust. Die wichtigsten News des Tages direkt aufs Handy, meldet euch hier an. Skepsis gegenüber Bewegtbildern angebracht. Wir Menschen tendieren leider dazu, Gesehenes als wahrhaftig hinzunehmen. Die Mechanismen, mit Hilfe von Bildern zu manipulieren, sind jedoch vielfältig und werden sowohl beim Fernsehen als auch im Internet oft und gerne genutzt. Damit meine ich nicht nur die bewusste Manipulation, sondern auch das Weglassen oder Zusammenschneiden von Inhalten. Dahinter muss nicht einmal ein böser Wille oder eine kommerzielle Absicht stecken. Medienkompetenz vermitteln,
Statt aufs Fernsehen zu verzichten, wie eingangs erwähnt, halte ich es für realitätsfremd, auf die Rezeption von Bewegtbildern, seien sie über das Fernsehen ausgestrahlt, am Laptop angesehen oder via Smartphone betrachtet, gänzlich zu verzichten. Diese Medien sind, stärker noch als Presse oder Radio, Teil unseres Alltags geworden und faszinieren gerade Kinder und Jugendliche enorm. Und seien wir ehrlich, wir Großen schalten ja auch gern mal ab, indem wir die Glotze einschalten. Es den eigenen Kindern zu verbieten, ist daher wenig glaubwürdig. Vor YouTube und Fernsehen zu kapitulieren, wäre allerdings auch nicht richtig. Wie viel produktiver die Leute waren, als das Fernsehen noch keine Option war, wurde mir kürzlich bewusst, als mir ein älterer Herr ganz wunderbare Holzfiguren zeigte, die er selbst geschnitzt hatte. Das war seine Feierabendbeschäftigung, als er noch keinen Fernseher besaß. In meinen Augen ist es ratsam, einen Ausgleich zu schaffen, denn das Fernsehen sollte nie die gesamte Freizeit vereinnahmen. Mit Freunden treffen, ein Musikinstrument spielen lernen, einen Sportkurs besuchen oder einfach mal nur im Kinderzimmer mit den Puppen spielen sind nur wenige Alternativen, die das Leben bereithält ohne YouTube oder Fernsehen. Eine gesunde Portion Medienkritik zu üben, ist darüber hinaus unerlässlich. Und damit meine ich nicht das pauschale, Lügenpresse-gedönste generierte Pegida-Anhänger, sondern das Vermitteln von Medienkompetenz an unsere Kinder.